Herzlich willkommen zurück zu Fallout 76, meine Freunde. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Weg zum Bunker der Freien Staaten. Abbys Bunker nennt sich das Ganze. Das heißt, jetzt fängt das ganze Gedöns mit den Bunker-Run an. Und das heißt, jetzt geht's erstmal los. Ich habe das Hochmoor, eine Maiole-Königin. Nein, die will ich nicht. Ich will keine Maiole-Königin. Ein Maiole-König. Den will ich auch nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen außenrum gehen. Ja. Müssen wir ein bisschen vorsichtig durch die Gegend marschieren. Weil ich habe jetzt keine Lust, mich irgendwie aufhalten zu lassen. Und deswegen werden wir ein bisschen... Die muss sein. Die abscheuliche Zecke. Weil die bringt eventuell mir ein Blutpaket. Hä? Moment, wo bin ich hier gerade? Ah, ich bin hier beim verlassenen Bunker. Ja, den tun wir jetzt schnell entdecken. Ist definitiv genau, jetzt haben wir ihn endlich entdeckt. Jetzt hat er es endlich registriert, der Computer. So. Genau, jetzt muss ich hier auf diese Straße da. Genau, und dann folgen wir der Straße. Weil da führt mich jetzt der Weg genau dorthin, wo ich hin will. Und da hoffe ich mal, dass ich keiner Maiole oder Königin oder so begegne. Die mag ich nicht, die Viecher. Hier bewegt sich aber was. Okay. So, das war jetzt in Ordnung. Also Ghule sind in Ordnung. Ghule sind in Ordnung. Aber keine Maiole-Königin oder Könige. Die mag ich nicht. Ich glaube, ich hätte sie dann auch erledigen können, aber das wollte ich eher nicht. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, ich bin schon fast da. Gegner sind anscheinend keine da. Dann mal schneller.
Nein. Dachte schon, das wäre schon wieder irgendwas. Nee. Abbys Bunker. Ah. Und schon haben wir wieder ein Aufseher-Logbuch. Sehr schön. Aufseher-Logbuch, Bunker der Freien Staaten. Sam Blackwell und Raleigh Clay. Diese Scheißverräter und ihre Sezessionisten haben sich von Amerika abgewandt, um die Freien Staaten zu gründen. Betonbunker. Damit käme man nie durch eine Vault-Tec-Inspektion für Strahlensicherheit. So viel steht fest. Klingt, als hätten sie ihre Paranoia lang genug aufgegeben, um die anderen Überlebenden um Hilfe zu bitten. So, gehen wir mal rein und hören uns das dann von drinnen weiter an. Ja, aber muss dazu sagen, es ist... Einfach nur dieses Terminal hacken. Mal sehen, was sie zurückgelassen haben und vorhatten. So. Sei gegrüßt, Fremder. Jetzt mal keine Panik. Mein Name ist Abby. Ich bin nicht dein Feind und das ist keine Falle. Wenn du das hier hörst, bin ich nicht mal mehr am Leben. Ich gehörte zu einer Gruppe, die sich die Freien Staaten nannte. Wir opferten unsere Leben bei dem Versuch, unser verbrannten Aufspürsystem zum Laufen zu bringen. Das System schlägt Alarm, wenn die Verbrannten kommen, kann beim Kampf gegen Brandbestien Hilfe leisten. Ich habe eine Reihe von Hinweisen für diejenigen aufgezeichnet, die dabei helfen können, das System fertigzustellen. Zuerst musst du das letzte Verbindungsgerät finden. Höchstwahrscheinlich ist es reparaturbedürftig. Wir gaben es einem Typ namens Madigan. Er sollte es an der Antenne in Top of the World anbringen. Finde das Verbindungsgerät. Du kannst es mit der Werkbank hier reparieren. Melde dich danach am Hauptterminal des VHS an, um die nächste Aufnahme zu aktivieren. Wenn du noch da bist, hoffe ich wirklich, dass du bereit bist, einem toten Mädel zu helfen. Falls ja, viel Glück. Falls nicht, dann... Tja, viel Spaß mit den Verbrannten. Und falls du zufälligerweise Madigan bist, dein Timing ist scheiße. Okay. Dein Timing ist scheiße. Das ist in Ordnung. Was auch scheiße ist, dass ich jetzt nicht genug Bleistifte gefunden habe. Ich brauche Blei. Schauen wir uns nochmal hier um. Ah, Kronkorkenvorrat. Säure. Gibt es noch irgendwas hier drinnen? Ja, hier ist auf jeden Fall viel, viel Interessantes. Oh, Hirnpilz. Hirnpilz, Hirnpilz. Okay. Können wir die Waffe mal weglegen, komm. Nein, 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 hier sonst eher nichts. Halt, stopp, Kronkorken. Babyrassel? Spielzeugauto, Babyrassel. Her damit. Okay. Okay, repariertes, beschädigte Verbindungsgerät. Hm.
Wähle auf das verbrannten Herbtunnel. Okay, das heißt, ich muss darüber. Ah, Moment. Kronkorken, Plastikmesser. Okay, dann melden wir uns mal da drüben an. Wenn du das hier hörst, bedeutet das zweierlei. Die gute Nachricht, das Verbindungsgerät funktioniert. Die schlechte, einige der verbrannten Detektoren in der Gegend sind fehlerhaft und brauchen Ersatzteile. Wie ich befürchtet hatte, scheint das Ökosystem des Moores sie stark mitgenommen zu haben. Für die Reparaturen musst du erst zu Rawley Clays Bunker. Er hat Ersatzmotoren für die Kühler, die die Detektoren trocken halten sollen. Ah, und schreib dir Folgendes auf. R plus P 421. Das ist Rawleys Passwort. Das brauchst du. Wenn du das vergisst oder mehr Informationen benötigst, kannst du jederzeit auf meinem Werkbankterminal nachsehen. Da steht alles. Viel Glück. Okay. So, jetzt haben wir das. Alles klar. Das heißt, wir brauchen jetzt den nächsten Bunker. Habe ich am Anfang ja gesagt, das wird jetzt eine kleine Bunker-Challenge. Von einem zum nächsten Bunker. Mal sehen, ob das schon langt, die ich schon entdeckt habe. Ah, das ist der. Okay. Dann muss ich... Dire Chemical ist der nächste. Okay. Ja, jetzt habe ich, was ich noch sagen wollte, zwecks der Aufseherin. Also es ist schon erstaunlich, wie weit sie gekommen ist. So, dass sie nur einen Tag vorher aus dem Vault rausgekommen ist. Weil da war sie schon überall in ganz Appalachia. Ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Gute Arbeit innerhalb von einem Tag. Ganz Appalachia. Nicht schlecht, nicht schlecht. Muss einen Hyperantrieb gehabt haben, damit sie da so weit kommt. Okay. Betritt Rawleys Bunker. Dann müssen wir hier lang. Also, jetzt sind, dass ich inzwischen bin. Hoffentlich du Blut. Aua, aua, aua. Und da muss nur einer da sein, die sind... Okay. Jetzt, ja, bevor der, ja, bevor der Kerl mich jetzt da von hinten angegriffen hat. Das bedeutet, dass du es zu Rawley Clays Bunker geschafft hast. Okay. Und außerdem, dass die Detektorkühler im Moor den Geist aufgegeben haben. Der nächste Schritt besteht darin, die Ersatzmotoren zu finden. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, befinden sie sich in seinem Generatorraum in der Werkbank. Danach hast du die spannende Aufgabe, ein paar Heizspulen zu finden, um sie zu verbessern. Dadurch kommen die Kühler besser mit der Feuchtigkeit aus dem Sumpf zurecht. Die gute Nachricht, ich habe zwei davon in meinem Bunker. Die schlechte Nachricht, du brauchst noch drei weitere. Rawley hat bestimmt auch welche. Also solltest du dort alles absuchen, wenn du schon mal da bist. Danach wären Ella Ames Bunker und der Sendeturm in der Nähe die nächstbesten Optionen. Komm zurück, sobald du alles hast. Die nächsten Schritte werden abgespielt, sobald du wieder hier bist. Hoffentlich.
Hoppla, ich hab noch was vergessen. Szenario 1, Nachtrag. Rowley hat Baupläne, mit denen du Schutzausrüstung für die ganze Lauferei durch den Sumpf herstellen kannst. Die wird dir helfen, dich zu tarnen und es den neuesten, evolutionären Wundern der Natur schwerer zu machen, dich zu entdecken. Könnte also nützlich sein. Abby, Ende. Oh, Blutwürmer eingefangen. Muss ich mich gleich wieder heilen. Ah, Heizspule. Okay, dann haben wir schon mal die Heizspule. Maispflanzer. Mutterbeeren, Mais. Möhren. Ah, aber das ist, was ich brauche. Flaschenkürbis. Den muss ich unbedingt bei mir in meinem Camp herstellen. Da, Aluminium. Nochmal Aluminium. Bauplan. Tarnholzrüstungs. Okay, die Rüstung haben wir. Noch mehr Flaschenkürbis, sehr schön. Habe ich die tatsächlich wirklich übersehen gerade eben? Offensichtlich. Offensichtlich. Schauen wir uns, wie gesagt, hier nochmal komplett um. Ah ja. Fünf Blei. Fünf weitere Blei. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Ah, da ist eine Holoband. Es sind zwei Wochen vergangen, seit ich Trish und Marty verloren habe. Zwei Wochen, seitdem wir Harpers an diese Dinger, diese Verbrannten und diesen Albtraum verloren haben. Zwei Wochen lang habe ich mich für Mike und Megan und all die anderen zusammengerissen. Sam, wo zum Teufel bist du? Ich könnte jetzt wirklich meinen besten Freund gebrauchen. Das war unsere Sache, weißt du? Wir haben uns das zusammen vorgenommen. Dann ging es bei dir mit den Geheimnissen los, dem Verschwinden. Du hast Emily praktisch rausgeworfen. Und jetzt soll ich der Nächste sein? Ich war über 40 Jahre lang dein bester Kumpel. Ich hatte darauf vertraut, dass du mir beistehst. Wenn du wenigstens so tun würdest, als würde dir jemand etwas bedeuten, hättest du mir helfen können. Vielleicht hätte ich mich nie entschlossen, Harper's Ferry wieder aufzubauen. Vielleicht wäre die Hälfte meiner Familie noch am Leben. Okay. Alles sehr traurig. Immer und immer wieder. Aber sonst ist es hier eher nicht. Genau. Jetzt eine Werkbank, da können wir, wie viel sind jetzt? Nochmal 8 Blei, kommen wir nochmal on top oben drauf. Sehr schön. Okay. Ah, da ist noch eins. Läuft die Aufnahme? Guck nochmal nach. Schon gut, Eddie, die Aufnahme läuft, Herrgott. Okay, Madigan. Willst du uns vielleicht erklären, warum du an unserem Zeug rumgebastelt hast? Hey, ihr Leute versteckt euch immer in euren Bunkern. Irgendwie musste ich doch eure Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und überhaupt, so eine schräge Vorrichtung? Natürlich wollte ich herausfinden, wie das Ding funktioniert. Dann kamt ihr voll bewaffnet und kampfbereit rausgestürmt, also...
da fast zerstört hast, ist ein Brandbestienköder. Es ist unsere beste Verteidigung gegen die Monster. Wie bitte? Ihr lockt diese Dinger absichtlich an? Die Freien Staaten haben echt Mumm. Selbst mit Truppen wie euren sind die Viecher eine ziemliche Herausforderung. Es lockt sie nicht nur an. Wir sind in einem der alten Außenposten der Bruderschaft auf Forschung und Technologie gestoßen. Ella hat herausgefunden, dass wir Brandbestien lange genug desorientieren können, um sie zu erlegen, wenn wir sie mit einer bestimmten Frequenz bestrahlen. Nirash und Abby haben sich die Technologie vorgenommen. Wir haben sie getestet. Und es funktioniert. Das könnte einiges ändern, Raleigh. Wenn das die Wahrheit ist. Es ist wahr, Hank. Und das System wäre schon bereit, wenn wir nicht mit den Raidern zu tun hätten. Hey, wenn die Sache wirklich so wichtig ist, können die Feuerteufel sich um die Raider kümmern. Aber erst will ich wissen, wie dieses System funktioniert und es in Aktion erleben. Wenn du glaubst, dass wir unsere Arbeit einfach so an ein ehemaliges Mitglied der Bruderschaft vergeben, hast du dich geirrt. Wenn du herausfinden willst, wie das System funktioniert, musst du dich erstmal beweisen. Okay. Ah, Bleistift. Mit Sicherheit wieder verdammt viele Krabbelviecher. Und noch mehr Hirnpilz. Das gibt viel Suppe. Das gibt verdammt viel Suppe. Und noch mehr Rattengift. Keine Viecher. Bin ich gerade etwas erstaunt, aber viele Spielzeugautos. Nur her damit. Immer noch keine Krabbelviecher. Nein, nein und nochmal. Okay. Dann geht's hier weiter. Da ist ein Aktionskern. Wäre einer. Und eine Heizspule. Sehr gut. Und jetzt noch den beim Sendeturm. Aber Moment. Und blaue Farbe. Also, da ist ja extrem viel. Brauche ich nur noch eine Werkbank. Eine, was bist denn du? Würgpflanzenschote, sehr genial. Und ich bin jetzt überladen. Sehr schön, ich brauche ein Stimpack.
Halt, das Schießpulver, das brauche ich. Aber ich befürchte, das war jetzt keine gute Idee, weil hier keine Werkbank existiert. Moment. Nö, nö. Aber trotzdem. Vielleicht habe ich jetzt eine Werkbank übersehen. Aber ich glaube, jetzt hier ist gar keine. Halt. Wenn ich überladen bin, dann spielt es doch sowieso überhaupt keine Rolle, wie viel, oder? Zwei Sachen. 15. Juli 2079. Wow. Wer hätte gedacht, dass ein bisschen Strahlung die Welt so auf den Kopf stellen kann? Wir waren, wie lange? Vielleicht ein paar Jahre in dem Bunker. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Strahlung allein in einem so kurzen Zeitraum so viel angerichtet hat. Da wären zum Beispiel diese orange-roten Ranken, die sich überall langschlängeln. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben. Ich habe eine Kröte gesehen, die größer als eine Badewanne war. Ein Zwölfender mit zwei Köpfen. Und Insekten, von denen du sicher lieber nicht hören willst. Angefangen, Proben zur Analyse zu entnehmen. Hoffentlich lassen sich die Pflanzen wenigstens als Naturheilmittel nutzen. Raleigh macht sich daran, die Erde und das Wasser zu untersuchen. Wir können uns wohl glücklich schätzen, dass man die Luft atmen kann. Aber dieser Ort... Ich bin hier aufgewachsen und erkenne kaum etwas wieder. Auf so etwas waren wir nicht vorbereitet. Erhöhter Giftgehalt, kleinere Mutationen, klar. Aber ganz ehrlich... Darwin würde hier draußen seinen Verstand verlieren. Tatsächlich, es war eine Brandbestie. Habe ich schon richtig gehört. So, jetzt muss ich einen erhöhten Punkt finden. Weil an der Stelle will ich mich dieser... Ja, jetzt komm schon. Will ich mich der Brandbestie nicht stellen. Ah, und schon haben wir eine Werkbank. Bleib. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Okay. Eine legendäre noch mit hinten on top oben drauf. Ist richtig cool. Muss ich nur einen besseren, damit ich diese Brandbestie auch wunderbar erledigen kann. Okay. Ja, ich weiß. Hey, was soll denn das jetzt? Mordisch. Na, da komm ich jetzt. Na gut. So, jetzt hat.
Alter, wo bist du? Im Moor wollte ich nicht kämpfen. Wo bist du? Wo bist du, Viech? Da bist du, Viech. Brauche eine Stelle, wo dieses Biest landen kann. Hier an diesen Stellen kann es überall nicht landen. Ja. Komm, folge mir. Ah, hier schaut's gut aus. Hier schaut's verdammt gut aus. So, wo bist du? Biest? Du wirst doch wohl mich jetzt nicht verteilen. Du wirst... Ach, diese verdammten Steine. Okay. Sie hat's aufgegeben. Schade, ich hätte sie jetzt gerne hierher gelockt. Aber diese... Ich hätte sie dann hierher gelockt. Weil hier oben ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass sie hätte landen können. Hier an dieser Stelle da. Sehr schade. Sehr schade. Ich hätte sie gerne erledigt. Okay. So, Leute. Ich hätte gerne diesen Kampf zu Ende gemacht, hat aber nicht funktioniert. Aber ich gehe jetzt auch nicht weiter auf Brandbestienjagd. Was ich aber mache, ist diese Folge hier an dieser Stelle beenden. Schnell was zum Trinken nehmen. Den Flaschenkürbis, der hält noch. Genau. Also, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus und wir sehen uns im nächsten Video.